Hallo, nun befinden wir uns wieder in Update 14 von Herr der Ringe Online und wir machen bei Buch 1 Kapitel 2 weiter von Band 4, also West Gondor. Und gestern, oder eher gesagt, das letzte Mal haben wir aufgehört bei dem Jungen, der verloren gegangen ist bei Dunhaag, also vor dem Pfad der Toten. Und wir wechseln auch sofort in die Quest hinein, nämlich sprecht mit Baduin in Dunhaag, dann wird er euch zu den Pfad der Toten bringen. Ich werde euch zum dunklen Tor führen und draußen auf euch warten. So, ich habe doch noch immer eine zweite Quest offen gehabt, nämlich die vom Endwald. Da gibt es eine tägliche Quest. Nach 18 Stunden fällt dem Baum wieder ein, wie es weitergeht, und dann muss man wieder in den Endwald und so weiter. Also in U13 gibt es so eine wiederholbare Quest, um dort einen Ruf hochzubekommen im Endwald. Aber wir sind ja jetzt bei U14 und mal schauen. Durch den Dimmold zum dunklen Tor und den Pfaden unter dem Spukberg, in den die Toten wandeln. Nur wenige trauen sich dorthin. Ich soll mit ihm ein zweites Mal sprechen, ob ich mit Gefährten reise oder alleine bin. Und es wäre ein Weg zugesperrt, wo Eldfang langgelaufen ist. Dann schauen wir doch mal, was er beim zweiten Mal von uns möchte. Aha. Also, wie es aussieht, kann man jetzt im Start der Instanz aussuchen, ob man als Einzelner oder in einer Gemeinschaftsgruppe hier reingeht. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute wir hätten sein können. Ob das jetzt eine Dreier-, Sechser-Inni ist. Schauen wir mal kurz in die Quest. Quest läuft noch unter Epos, klar. Also nochmal ganz kurz zu den Essenzen. Ihr seht, da sind jetzt leere Felder in den Rüstungen, die man bekommt. Und diese leeren Felder können dann mit der Essenz versehen werden. Wie das läuft, zeige ich euch, wenn die Quest abgeschlossen ist, in dem Video. Und ich spiele jetzt einfach mal, ich habe zwar gesagt, ich wäre in der Gruppe, aber ich lege einfach mal los. Schau mal, ob sich das jetzt negativ auswirkt. So, Elite-Eidbrecher. Ich bin also im Pfad der Toten mit dieser Quest jetzt sofort angelangt. Und ja, ich würde sagen, dass wirkt sich jetzt negativ aus in Form von 2, 4, 6 Elite-Eidbrechern auf Level 96. Schauen wir doch mal, was sich da so ergibt. Ich bin ja ein Killer. Ja, also solo ist es dann nicht machbar, also hier dann sieht es auch nach einer vollen Gruppe aus, weil ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, wie man mit einer Sechsergruppe hier, ja gut, mit einer Sechsergruppe dürfte es ja gut klappen, aber mit einer Zwei- oder Dreiergruppe bei sechs Elite-Gegnern halte ich für nicht machbar. Also volle Gruppe, wenn man diese Instanz besuchen will mit einer Gruppe. Es gab jetzt auch keinen Buff oder sowas Besonderes. Deshalb starten wir das Ganze jetzt nochmal. Und dann in Solo-Format. So, also ratsam ist es nicht in der Inni zu sterben, weil man kommt raus. Ja, ziemlich weit weg, nämlich unten in Unterhaag. Das heißt, man müsste jetzt wieder den ganzen Weg hochreiten und wenn man jetzt gerade nicht ein Jäger ist oder sich dort oben gebunden hat. Ja. Also Vorsicht da drin, wenn man stirbt, habt den ganz schönen Weg wieder den Berg rauf vor euch. Aber ich habe mich oben in Dunhaag gebunden, von daher kein Problem.
Also wenn ihr einmal falsch gewählt habt, müsst ihr auch schauen, dass ihr die Quest abbrecht, weil sonst ist die Instanz immer noch auf Gruppe eingestellt. Bedeutet, sterben in Gruppenmodus, abbrechen, das Ganze neu starten in Einzelmodus. So, die 5 Minuten sind vorbei, wenn man die Quest abgebrochen hat, und jetzt suchen wir uns auch den Solo-Modus aus, damit wir das hier mal schaffen. Ich werde allein Erfolg haben. Denn dies ist ein gefährlicher Ort. Er wünscht mir aber Glück. Immerhin, das ist doch schon mal nett. So, das sieht doch schon mal viel angenehmer aus. Also 96er Mobs, aber nur 2 Stück. Das ist auf jeden Fall machbar. Ja, vielleicht ist nicht. Meine Gilde nennt mich immer so gerne den Autoschussjäger. Aber ich versuche schon 3-4 Knöpfe zu drücken oder 3-4 Aktionen zu benutzen. Oh ja, und ich habe sogar geschafft, einen zu töten. Also von daher, Autoschuss nicht so wirklich. Autoschuss mache ich nur im Raid, das ist mir zu stressig. So, also ich gehe jetzt hier mal durch. Wir sind also beim Pfad der Toten. Und wie gesagt, dieser Eldfang, dieser Junge soll hier sein. Sobald was Besonderes passiert, da skippen wir dann jetzt mal hin. Macht's mal gut. So, hier haben wir einer von Wanderers Gefährten gefunden, ja. Also hier liegt ein Toter gerade auf dem Weg. Ja, warum der anklickbar ist, weiß man jetzt nicht so wirklich. Schauen wir mal weiter. So, hier neben dem beunruhigenden Stromfluss liegt wieder einer von den Leuten. Also das soll so die Fährte der Toten sein sozusagen. Mal schauen, wo die endet. So, ich befinde mich jetzt fast in der Mitte vom Pfad der Toten und da liegt schon wieder der nächste. Seine ausgestreckte Hand weist nach Südwesten. Dann gehen wir doch mal nach Südwesten. Das ist doch hier eine gute Richtung. Ah, da hat sich was bewegt nach Westen. Ihr seht da, wo diese Geister hinfliegen dort oben. Da gehen wir jetzt mal hin. So, und das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ein sterbender Soldat. Und da oben geht's zu einer interessanten Stadt. Hätte ich ihn besser nicht angeklickt. Hier ist er tot. Naja, ich denke, das war so geplant. So, schauen wir mal, ob wir den Jungen hier jetzt finden, wo der wohl hingeschleppt worden ist. Also, wo bewege ich mich hin? Ich bewege mich im Westen und da sind schon wieder die nächsten Mobs. Na, die töte ich jetzt mal. Also, es ist so, dass einer von den beiden Geistern erst reagiert, sobald der andere tot ist. Also, man braucht die noch nicht mal gleichzeitig zu töten. Man kann die noch nicht mal gleichzeitig töten. Erst jetzt ist er aktiv. Stirb, Bursche. Okay. Mal schauen, was jetzt passiert. Jetzt sind wir ja hier drin. Nach links sieht nicht so aus. Prickelnd, auch rechts nicht. Gehen wir mal geradeaus mitten auf den Hauptgang. Ah, auf dem Hof vor euch. Da ist der kleine Mann. So. Huch. Ja, ich bin ein Jäger. Na, logisch helfe ich dir. Oh, und natürlich beschützen, ist ja klar. Eieiei. Das passt ja nicht zu meinem Autoschuss.
hätte auch Herzsucher nehmen. Nein, nehmen wir den noch zusätzlich. Mal gucken, ob er bis hier kommt. Ja, leider kein Crit. Naja, was soll man machen? Ne? Reicht's? Oder kommen noch ein paar? Ja, und die nächsten Toten und bestimmt eine dritte Welle, weil das muss ja... Nein, keine dritte Welle, okay. Die Toten sind weg. Sind das alle unmöglich, das mit Sicherheit zu sagen. Genau, ein paar schweben hier noch rum. Die Instanz ist abgeschlossen, der Junge ist befreit. Ich habe schon was Pfad der Toten gesehen. Und jetzt schauen wir uns doch mal an, ob es die Belohnung gibt, nämlich die Essenzen und wie die auf Waffen oder Items benutzbar sind. Es regnet mal nicht, ich bin ja glücklich. Ihr werdet meinem Großvater nichts davon erzählen, oder? Er ist in Sicherheit, ja, aber was er so zu erzählen hatte, das wirft Fragen auf und jetzt kann man den nochmal fragen, ob er noch was Besonderes hat. Sie sind nun zügellose Schatten und sie hassen die Lebenden ebenso wie die Toten. Ja, die waren besonders grausam. Mal gucken, was der andere sagt. Er sagt bestimmt schön, dass er wieder da ist. Elfdag war also wirklich im Dwemorberg. So, und Eowyn, gib uns Schätze jetzt. Ihr habt an diesem Tag euren Ruf noch übertroffen. Tja, mittlere Rüstung, ne? Oh, ich kann nur eins von beiden nehmen. Das ist aber sehr unangenehm. Tja, was will ich mit so einer Essenz, wenn ich noch keine Rüstung dafür habe? Eine schwierige Angelegenheit. Ich nehme jetzt erstmal die Essenz. Nee, Essenzen gibt es bestimmt überall. Ich nehme die Rüstung. Ah, das sind ja wieder Entscheidungen, Entscheidungen. Würdet ihr über die Pfade der Toten wandern, um nach Gondor zu gelangen? Letztes Mal noch gelobt in meinem ersten Video. Im zweiten Video muss ich jetzt feststellen, nein, es ist doch nicht alles auf Deutsch übersetzt. Also hier der Tooltip für die gesockelte Armor, dass ich sie jetzt habe. Und wenn ich eine Essenz finde, dass, wo das Item-Level kleiner oder gleich ist der Armor, kann ich die Essenz da drauf packen. Okay. Because Essences may only be removed by using an Essence Removal Scroll. Also Essenzen kann man nicht mehr runternehmen, außer mit einer Scroll. Ja, die Scroll wird wieder Turbinpunkte kosten oder wird wieder ganz viele Münzen kosten oder sowas. Marken, Scharmützelmarken oder wie die Dinger heißen. Entschuldigung, ich habe lange nicht mehr gespielt. Scherben? Ne, Scherben war was an. Da haben wir sie. Medaillons, Zeichen, irgendwas wird es kosten. Und deshalb, ja, sollte man gucken, dass man die richtigen Essenzen auf die richtigen Waffen packt. So, und jetzt fängt auch schon Kapitel 3 an. Also Kapitel 1 war der Weg hierhin und das Gerede. Kapitel 2 war das Dungeon, die Instanz. Und Kapitel 3 ist jetzt, dass ich mich auch zum dunklen Tor wagen soll und dort weiter schaue, was passiert. Ich soll mich durch den Pfad der Toten begeben. Na dann. Also, das war Kapitel 2. Kapitel 3 folgt im nächsten Video. Bis später. Bye.